Rentner und Bergabfahrassistent. Das heißt, das Auto brauchst du selber. Schauen Sie mal. Wann macht er das, ne? Ja, bis wie viel Steigung kann man denn dann fahren? Also hoch, runter? 80%. Ja. Kommt nur darauf an, wie der Untergrund ist. Jetzt hat die Bremse losgelassen, ne? Also wenn der Untergrund noch rutschig ist, dann geht das nicht. Ja, klar. Wenn aber, so, wir haben jetzt eine normale Strecke, die die Leute vielleicht auch draußen mit dem Auto mal fahren, weil sowas fährt eigentlich keiner. Weil, sehen Sie, die Luftfederung ist schon relativ komfortabel, da schlägt auch nichts durch. Ja. Das ist einfach angenehmer wie die normalen Federbeine. Ne? Kann man dann nochmal in die Bohr? Genau, kann man runterlassen. Man kann es auch runterlassen auf der Rennstrecke. Dine, kurz, wir sind gerade im Auto. Ich rufe dich gleich zurück. Das ist schon unglaublich. Da erzählt er dran, da steht er hinter. Das kann man nicht verstehen. Steht er da? Erzählt, erzählt, erzählt. Die stehen hier alle rum. Mein Junge, guck mal in den Rückspiegel rein. Ja, deswegen gibt es eine Hupe. Ja, aber oder auch da vorne, ich verstehe es nicht. Wenn man sieht, da sind 5 Autos hinter mir, da müssen wir doch wegfahren, oder? So, jetzt wollen wir hier mal hochfahren und dann gehen wir mal vom Gas weg, wenn wir die Spitze vorne nicht mehr sehen, vom Messer und dann merken, das Fahrzeug fällt in die Hohlfunktion. Das heißt, es bremst alleine und wenn ich wieder weiter will, gehe ich so oft ans Gas und die Bremse macht wieder auf. So, also rückwärts rollen kann er nicht, vorwärts rollen kann er und dann stelle ich einfach die 3 km/h ein und sage ihm, komm, fahr's einfach. Ja. Das geht an. Über GA Adam. Genau. Bergabfahrhilfe. Ich kann die Bergabfahrhilfe auf 10-15 km/h hochstellen mit dem Tempomat. Und dann fährt er schneller, aber das macht er hier keinen Sinn. Ist dann aber limitiert bis 15. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es sogar mit 20 geht. Ich habe es mal in Barcelona gemacht, 8 Wochen, aber ich habe es vergessen, wo es aufhört. Aber 15 geht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er sogar 20 packt. Da müsst ihr jetzt lügen. Welche Reifen hat er hier drauf montiert? Ganz normale Straßenreifen? Ganz normale Reifen. Wir sind da gefahren, wo es geregnet hat. Also Mann, der soll mal fahren. Ja. Ja, jetzt hält er da und der kommt da runter, da kann man immer halten, das sieht man hier vorne. Aber mir ist egal, ob wenn der da stehst du oben, weißt du, dafür spannend, dann steht da unten die Autos. Man kann, also das ist keine Sperre, keine Untersetzung, beim Kein gibt es eine Untersetzung und Sperre längs und quer hinten. Das heißt, man kann hier relativ viel im Gelände machen. Wir haben ein Offroad-Gelände in Leipzig und da fahren die Autos jeden Tag 4-6 Stunden durch den Offroad. Ne? Und da gibt es auch nichts, wo die irgendwo hinbleiben oder so. Und das Auto ist halt mehr sportlich, mit dem kann ich auf die Rennstrecke, also der ist richtig flott und schnell, auch wenn er klein und flink ist. Der Kein ist halt ein bisschen schwerer. Kann auch in Strecke richtig gut, weil der hat eine 8-Kolben-Bremsenlage vorne drin. Also das ist richtig gut. Also man sieht, wie der absetzt zum Beispiel, das Auto setzt ganz in Fahrt, das merkt man kaum, gell? Also die Luftfederung ist schon was ganz Feines. Ist die Serie oder kostet die Aufpreis? Das ist Extras. Okay. Also Grundpreis ist 80.000 und dann ist nach oben wieder. Nach oben hin alles. Großes Ansystem extra und so. Also das Auto kostet so wie es da steht 130. Und wenn mit kleineren Motoren oder günstiger dann, ne? Aber der Turbo kostet halt schon im Grundpreis 80. Was bietet sich denn für das Gelände wirklich eher an? Diesel oder Benziner? Ah, im Gelände würde ich Diesel nehmen, das wäre im Moment. Und ich meine, ich hatte jetzt ehrlich einen Mann da, der gesagt, ja, kommt Sandbau, will Bootziel und so weiter. Ich sage, dann nehmen Sie keinen Diesel 8-Zylinder fertig. Ja, meinen Sie nicht, da gibt es was eins. Gutes Drehmoment, höheres Drehmoment, dann weniger Verbrauch, viel Kraft, das ist optimal. Und dann habe ich ihn, glaube ich, schon überzeugt, weil ich gar nicht irgendwie. Ich schaue wirklich, das Auto hat richtig Kraft. Ja, für das, was man hängen will.